Grüß euch Leiden. Und zwar, heute geht es mal um was anderes. Das hat von mir ein BMW gewohnt. Das hat sich vor ein bisschen mehr als ein Jahr oder eineinhalb Jahr relativ rasch geändert, weil seitdem vorher ein Mercedes. Was möchte ich da heute machen? Ich möchte euch das Auto ein bisschen näher bringen, weil ich persönlich finde, das Internet ist ja rappelvoll mit Influencer, die so ein Auto präsentieren. Wenn es neu ist, die fahren den zwei Wochen oder teilweise auch kürzer, geben den wieder ab und kennen dann eigentlich das Auto gar nicht. In meinem Fall ist es wirklich so, dass das Auto jetzt schon eine Zeit lang bei mir ist. Also ich mache nur Videos von Autos, von Freunden, die schon länger Autos haben, die euch interessieren. Ich mache nur Videos, wo ich weiß, ich kenne die Autos schon längere Zeit und kann über das Auto wirklich was sagen. Das Auto ist jetzt ein CLA 220 4MATIC. In meinen Augen die beste Wahl in dem Fahrzeug. Das muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden, um Gottes Willen. Das Auto hat einen Neupreis von 72.800 und ein paar zerquetschte. Das habe ich natürlich nicht bezahlt, aber das ist der Neupreis in Österreich gewesen von dem Ding. Also schon eine ziemliche Ecke. Warum möchte ich euch jetzt dann alles ein bisschen näher bringen? Das ist ein relativ langes Video, das kann ich euch gleich sagen. Weil ich möchte das ausführlich machen, ich möchte euch wirklich das Auto zeigen, ich möchte wirklich euch das Ganze vorstellen, euch die Vor- und die Nachteile des Fahrzeugs erklären und zeigen. Das ist da mir wirklich wichtig. Also wir gehen da wirklich drauf ein. Wenn ihr das Auto, wenn ihr sowas kaufen wollt, schaut euch das Video an, ihr werdet einiges über das Auto lernen. Wenn nicht, dann ja, danke fürs dabei sein und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut, dass ihr da wart. Im Endeffekt, zurück zum Auto. Das Auto ist eben ein CLA 220er 4MATIC, 177 PS, Erstzugklassen 419. Wir haben heute den 24.11.20, das heißt, das Auto ist jetzt ein bisschen mehr als eineinhalb Jahre bei mir. Wir haben knapp 45.000, 50.000 Kilometer drauf. Der durchschnittliche Verbrauch bei dem Fahrzeug liegt bei mir bei 5,9 Liter. Ich lebe etwas ländlicher, wie man da vielleicht unschwer erkennen kann. Ich bin sehr nah an meinem Zuhause. Ja, das Auto ist toll in meinen Augen. Bei Mercedes definitiv die Nummer 2. Da geht nur die G-Klasse drüber, in meinen Augen. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Mittlerweile gibt es ja das neuere Modell. Gefällt mir sehr gut da, muss ich sagen. Aber für mich ist es keine Option, ein Auto zu kaufen, das frisch auf den Markt gekommen ist. Warum? Ich arbeite in dem Segment und weiß, dass es am Anfang schon oft sehr viele Fehler gibt, die man beheben muss. Deshalb bin ich ein Freund von Facelift-Modellen, Mopf oder wie immer, LCI, wie sie alle heißen. Da hat jeder Hersteller seine eigenen Bezeichnungen. Ja, Thema Auto, dann legen wir mal los. So, dann gehen wir zu dem Thema Motorisierungen. In dem Fall ist es jetzt ein 220D 4MATIC. Die Motorisierung ist für das Auto absolut ausreichend. Also mehr braucht man wirklich nicht. Alles darüber ist definitiv absoluter Luxus. Ja, ich sage einmal so, natürlich gibt es Schöneres wie 177 PS, ganz klar. Mir hätte der 45er AMG natürlich auch gefallen, mit sage und schreibe 380 PS. Aber unterm Strich, es ist genug. Und jetzt als Familienvater ist das definitiv die ideale Leistung, die ich brauche und die ja haben wert für die nächsten Jahre. Später mal wird natürlich sich das wieder ändern, wenn die Kids größer sind. Wäre ich mir natürlich wieder was Stärkeres wollen. Für jetzt ist es einfach ausreichend. Welche Motorisierungen gibt es noch? Es gibt zum ersten den CLA 160D. Das ist aber ein Renault-Motor, überarbeitet von Mercedes. Dann gibt es den 180D, auch ein Renault-Motor, auch überarbeitet von Mercedes natürlich. Dann hätten wir zuletzt noch den 200er D für die Diesel.
Das ist auch der 2,2 Liter Diesel, der da drinnen steckt, nur mit 136 PS. Ich bin den 136 PS-igen auch Probe gefahren, muss ich ehrlich sagen, auch das wäre wirklich ausreichend. Ich habe mich trotzdem für einen stärkeren Diesel entschieden. Warum? Ich sage einmal so, der Wiederverkaufswert wird es dann definitiv zahlen, weil er ist nicht viel teurer als der 200er im Endeffekt, oder wäre nicht viel teurer, oder war nicht viel teurer als der 200er. Und ich muss auch dazu sagen, gerade mit dem Allrad und dem Hängerziehen brauchst du schon ein bisschen Leistung, und 177, also 180 PS grob, kannst du wirklich sagen, es ist genug. Bei den Benzinen haben wir auch einen 160er, einen 180er, sind auch Renault-Motoren, auch von Mercedes überarbeitet. Dann hat man in 200er, das ist auch noch der Renault-Motor beim Benziner. Der 250er ist der 2 Liter vom AMG, aber von Mercedes überarbeitet. Und der 45er, da hat es noch keinen 35er gegeben von dem, dann gibt es erst ab dem C118. Der 45er ist dann die Oberliga, der ist natürlich von AMG bearbeitet worden, der 2 Liter Motor, und hat eben 380 PS, 381 PS, das ist eine Höllenmaschine, ich bin den schon gefahren, also das Auto geht so gut, dass man sich denkt, das gibt es nicht, was aus einem 2 Liter Motor machbar ist. Das hat auch sicher damit zu tun, das Auto ist einfach recht leicht, also wir reden da von, der hat jetzt zum Beispiel Eigengewicht mit Allrad, bitte, und an einer Dieselmaschine, die 2,2 Liter hat, das ist jetzt auch keine kleine Maschine, natürlich gibt es größere, aber sie ist nicht klein, hat der Eigengewicht von 1610 Kilo oder so. Und das muss man ehrlich sagen, das ist wirklich wenig, das ist wirklich wenig. Du bringst jeden PS auf die Straßen zu 100%, das bei einem wirklich kleinen Reifenverschleiß. Das ist definitiv auch ein Thema, das ich ansprechen will, weil der Reifenverschleiß, ich habe mir dieses Jahr nagelneue Sommerreifen aufgetan. Die vorderen, ja, die sind ganz leicht angefahren, so 2 mm hätte ich gesagt, und die hinteren, da merkst du eigentlich keinen Unterschied zu den Neichen. Das hat mich schon ein bisschen beeindruckt, weil, wie gesagt, ich bin dieses Jahr ein bisschen über 20.000 Kilometer bis jetzt gefahren. Die Baustelle bei uns hat angefangen genau zur Corona-Zeit, zum ersten Lockdown. Das war im März, ja im März 20. Und bis jetzt bin ich 20.000 Kilometer gefahren heuer. Wir haben heute den 24.11. Also im Endeffekt muss man ehrlich sagen, ja, das ist nicht schlecht. Das muss man echt sagen und gefällt mir. Dann, was definitiv erwähnenswerter ist, was ich euch auch sagen möchte, ist die Tatsache, dass das Fahrzeug einen Abstandstempomat hat. Die Technik für den Abstandstempomat steckt in dem Stern da. Ja, was soll ich sagen? Ich habe es doch recht häufig, witzigerweise immer an dieselben Stellen, wo es wahrscheinlich irgendein Problem gibt oder was, wo man immer schreibt, ja, dass die Sensorik gestört ist. Durch Verunreinigung schreibt er, du wischst es dann ab und es funktioniert dann auch witzigerweise wieder, aber es ist immer an derselben Stelle. Warum, weshalb, das bin ich noch nicht ganz drauf gekommen. Nichtsdestotrotz, ich finde das Auto einfach toll, es ist einfach schick, es ist elegant. Es ist tatsächlich so, dass die Leute wirklich auf das Auto ansprechen. Leider Gottes fallen mir jetzt ja gerade die Leisten, die da aufgehen. Weil mir ist vor kurzem jemand angefahren. Und ja, was soll ich sagen? Der hat leider Fahrerflucht begangen. Diese Leisten kommen natürlich wieder, aber ich habe sie erst bestellt, muss sie dann noch lackieren und montieren. Und ja, leider Gottes ist jetzt der Wahl ohne die. Ja, wie gesagt, ein Thema ist definitiv, dass die Leute wirklich auf das Auto ansprechen. Du hast teilweise das Gefühl, du fährst irgendwo zu wie, du stehst auf einem Parkplatz, dann kommst du zurück zum Auto, stehen Kids oder Mädels vor dem Auto und posen und machen Bilder. Das ist mir schon so oft passiert, dass ich mir echt oft denke, hey, das gibt es ja nicht,
dass die Leute so auf das ansprechen. Du fährst durch die Stadt, es schaut dich jeder an. Also das Auto hat, es ist echt ein Magnet. Das ist ein Wahnsinn. Die Leute zieht zu dem Auto zu, wie, das ist unglaublich. Muss ich ehrlich einmal sagen. Unterm Strich ist es so, dass das Auto einfach, ja, schön ist und auch toll. In meinen Augen. Das muss natürlich keiner teilen. Wenn du andere Meinung hast, kannst du das gerne einschreiben in die Kommentare. Wir können gerne darüber diskutieren. Ich finde, er ist optisch heute halt ein absoluter Hingucker zu einem, ja, du hast Mercedes für die Otto-Normalverbraucher halt, die einfach nicht bereit sind oder einfach nicht kennen, dass sie jetzt aber 100.000 Euro ausgeben für irgendwelche Autos. Weil wenn ich mir eine E-Klasse so ausstatte wie den, bin ich ganz schnell bei 100, 110.000. Also es ist schon einmal ein richtiger Sprung nach oben. So, dann hätte ich gesagt, machen wir mal einen kleinen Walkaround ums Fahrzeug. Wie ihr unschwer erkennen könnt, hat der das AMG-Paket, hat die Speziallackierung, die Magno Silber, also ist ein Aufpreislack, ist im Endeffekt ist das ein Matt-Silberlack. Schaut bei dem Fahrzeug natürlich sehr gut aus. Also, warte mal, ein bisschen die Sonne. Da kann man es ganz gut sehen. Also das ist ein Mattlack. Und das ist ganz ehrlich für mich die schönste Farbe an dem Fahrzeug. Für mich hat es ja nur die Option gegeben, den so zu bestellen. Ich hätte ihn keinesfalls anders bestellt. Also das hätte ich ehrlich nicht wollen. Und ja, Night-Paket natürlich. So Ausstattung innen drinnen habe ich bis auf Schiebe doch eigentlich alles damals genommen. Dadurch, dass ich den Mitarbeiterrabatt habe. Von Mercedes-Benz habe ich natürlich bei den Aufpreisgeschichten wirklich nicht gespart. Der neue Preis von dem Fahrzeug liegt bei sage und schreibe 73.000 Euro. Bezahlt habe ich das natürlich nicht, aber das ist der neue Preis. Also es ist schon ein ziemlich heftiger Betrag. 73.000 Euro ist echt nicht wenig, das muss man echt einmal sagen. Und da gibt es halt ein paar Punkte, wo ich sage, da hat Mercedes etwas zu viel gespart. Schauen wir mal ins Fahrzeug rein, dass ihr gesehen habt, wie es dort ausschaut. So, wir haben da elektronische Sitze mit Memory. Wir haben den Abstandstempomaten, großes Navi, diverse Notbremsassistenten, Klimatronik, beleuchtete Einstiegsleisten, Ambiente Light. Das ich übrigens sehr schwach finde. Ich sitze jetzt wirklich sehr weit hinten. Und wenn mein Kind hinter mir sitzt, also ist da absolut kein Thema. Der Einstieg ist natürlich mit den hinteren Türen in meiner Größe. Ich bin jetzt ans 85, ans 87. Tue immer schon schwer dort hinten rein, muss ich echt sagen. Vor allem, wenn ich vorne sitze. Aber es geht sich aus und ich könnte definitiv eine lange Reise auch so machen. Das kriege ich hin. Also platztechnisch Beinfreiheit ja, Kopffreiheit ist natürlich ja eingeschränkt, sage ich mal. Aber wenn man jetzt, so wie wir, zwei Kinder hat, die noch in einem relativ kleinen Alter sind, macht das Auto allemal. Was haben wir noch? Elektronische, anklappbare Spiegel. Wir haben Fernlicht, also das LED-Light, die High Performance, weil das ILS gibt es leider nicht bei dem Auto. Oder hat es nicht gegeben, beim neuen gibt es ja schon. Fernlichtassistent, also wir sind wirklich gut ausgestattet. Regensensor etc. sowieso, also schon wirklich etwas besser. So, dann für mich ein ganz wichtiger Punkt ist der Kofferraum. Also die Ladeluke ist definitiv klein, ja. Also das ist da relativ eingeschränkt durch die Tatsache, dass die Heckleuchten so weit reingehen. Und wenn man das schaut, die Ladeluke ist wirklich klein, ohne Frage. Aber die Tiefe des Kofferraums ist mit 1,20 m nicht unbedingt klein. Da muss man echt einmal sagen, ich habe da umgelegt das letzte Mal und ich hatte einen 65 Zoll Fernseher in dem Kofferraum drinnen. Und das ist jetzt nicht irgendwie knapp alles gewesen, sondern es ging sich schön aus. Es war nur da, war es relativ knapp eben bei der Ladeluke. Also man hat von oben so einfadeln müssen und dann hat man durch umgekommen. Und das aber ohne ein Riesenthema. Also das ist definitiv kein Problem gewesen. Dann gehen wir mal zu den positiven Aspekten von dem Fahrzeug.
Einer der positivsten Aspekte von dem Fahrzeug ist definitiv das Aussehen. Also sie schauen einfach extrem scharf aus. Für mich ist das die Nummer 2 bei Mercedes. Da geht nur mit die G-Klasse drüber. Aussehentechnisch. Und das sind Sachen, wo ich sage, hey, das ist Oberliga. Und dann sind wieder Sachen, wo ich sage, hey, das ist eigentlich, da macht das Touch ja besser. Was mir zum Beispiel sehr gut gefällt, der hat eine Rückfahrkamera und die ist ausfahrbar. Also wenn man da sieht, das ist sie. Das ist in meinen Augen natürlich ganz toll, weil, sagen wir sie ehrlich, es ist wurscht, ob du schaust bei BMW, Mercedes, BMW, Audi oder sonst irgendjemand. Es sind immer die fixen Kameras heraus. Jaguar zum Beispiel hat dasselbe. Und wenn es dann im Winter fährst, wenn es feucht ist oder nass ist, dann ist das eigentlich nicht brauchbar, weil du siehst hinten einfach nichts mehr aus durch die Kamera. Ja, was haben wir noch? Im Endeffekt sind das bei den positiven Aspekten ist definitiv auch noch das Licht, obwohl die High Performance Scheinwerfer jetzt eigentlich die Mittelklasse sind bei Mercedes, machen sie den Dienst sehr gut. Der Fernlichtassistent macht seinen Dienst traumhaft gut. Also das muss ich auch sagen, da merkt man einfach, dass Mercedes die Oberliga ist. Wenn wir weiterschauen, Parksensoren ist gewöhnungsbedürftig, funktionieren aber super, muss man auch ehrlich sagen. Die Rückfahrkamera hat ein gestochen scharfes Bild, das zeige ich aber später dazu noch mehr. Ja, von außen gibt es jetzt noch in meinen Augen einen Minuspunkt, das möchte ich euch auch sagen. Wie gesagt, das Auto kostet bitte oder hat einen Neupreis von 73.000 Euro. 73.000. Und dann, wenn ich die Motorhaube aufmache, und das stört mich wirklich seit Tag 1, wenn ich die aufmache, dann muss ich definitiv das geschissene Stabal herstellen. Und das ist in meinen Augen also ein absolutes No-Go. Bitte Mercedes, was denkt ihr euch da dabei? Ich habe einen 20 Jahre alten Peugeot 306 auch noch zu Hause. Und selbst die haben das geschafft, dass es mit einem Lifter verbinden und die Motorhaube von allein hochkommen wird. Also in meinen Augen ist das wirklich ganz, ganz schwach von Mercedes und finde ich echt scheiße. Aber muss man ehrlich sagen, das ist wirklich scheiße. Vor allem, du musst die Motorhaube ja doch des Öfteren aufmachen. Du hast einfach Waschwasser zum Nachfüllen, du hast einfach Sachen zum Nachschauen wie Öl etc. Und dann sowas, absolutes No-Go. Nächster Punkt, der in meinen Augen sehr gut ist, ist die Dämmung des Fahrzeuges. Also Windgeräusche kaum, liegt aber sicher daran, dass das Fahrzeug einen sehr, sehr guten CW-Wert hat. Also wirklich hervorragenden CW-Wert. Jedoch, und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, boah, das hätten sie besser machen können, ist die Isolierung zu den Reifen. Ich habe da jetzt eine Reifen drauf, die haben laut Hersteller eine Dezibelanzahl von 68 und auch die sind nicht unbedingt leise im Fahrzeug. Ist halt jetzt eine Geschmackssache, gell? Sie sind jetzt nicht extrem laut, das muss man auch sagen, aber ich komme halt von einem 5er BMW zu dem Fahrzeug und muss ehrlich sagen, da bin ich einfach Besseres gewohnt gewesen. Ich hätte mir persönlich ein bisschen mehr da gewünscht. Fahrwerkstechnisch muss ich sagen, ist der Wagen exzellent. Ich weiß wirklich nicht, warum die Leute immer fort sagen, ja, viel zu hart, sicher überhaupt nicht so. Also es tut mir wirklich leid, ich sehe das nicht so. Er kommt mit Welligkeiten, also wenn jetzt irgendwo Schlaglöcher sind und so, also kleine Schlaglöcher oder eine schlechte Straße, sagen wir so, die bügelt da weg wie nichts. Wo er natürlich Probleme kriegt aufgrund seiner Sportlichkeit, ist so ein richtiges Schlagloch. Da ist es ein bisschen anders. Das war beim 5er BMW, den ich vorher gehabt habe, war das genau umgekehrt. Der hat sich mit so Welligkeiten wirklich schwer dann. Da hast echt gesehen, dass er anfängt zum Reißen, zum Huckeln, zum Bubbeln. Und wenn ein Schlagloch war, packt es, hat er geschluckt wie nichts. Das ist bei dem wirklich genau umgekehrt. Ich finde, das ist die bessere Entscheidung, so ein Fahrwerk zu bauen. Und ja, also kann ich nichts Negatives sagen. Die Lenkung ist exzellent, gibt perfektes Feedback. Sie ist zwar elektronisch,
unterstützt, nicht über Servolenkung, sondern also schon eine Servolenkung, aber natürlich elektronisch angesteuert mit einer elektronischen Pumpe. Ich muss ehrlich sagen, für mich ist das extrem gut, wie die Lenkung Feedback gibt bei dem Fahrzeug. Das ist einfach nur sexy. Das muss man ehrlich sagen, das ist wirklich toll. Bremsen, der Wahnsinn. Erst gestern am Abend um circa, wann bin ich heimgekommen? Circa 11:30, dreiviertel zwölf, bin ich da gefahren auf die Landstraßen und mir ist ein Reh rausgekupft. Da sieht man erst einmal, wie die Bremsen zubeißt. Also das ist wirklich brutal und ich bin innerhalb kürzester Zeit gestanden und habe das Reh bei Weitem nicht einmal irgendwie in die Nähe kommen. Also muss man echt sagen, Mercedes hat da einen guten Dienst verrichtet. Und das obwohl, und das muss man auch wirklich einmal ansprechen, die vorderen Bremsscheiben sind gelocht, ist eine innenbelüftete Bremsscheibe mit Lochungen, ist auch im AMG-Paket enthalten mit der schwarzen Aufschrift Mercedes-Benz. Die hinteren Bremsen ist eine Vollmetallscheibe. Ich weiß nicht, ob man das da sieht. Ja, jetzt sieht man schön, ist eine Vollmetallscheibe. Also auch da wurde zwar gespart, aber die Sicherheit ist trotzdem gegeben. Die Sachen wie das Keyless Go, die App, die funktionieren exzellent. Muss man ehrlich sagen, also einmal drüber gestrichen, das Auto sperrt sich zu und das funktioniert echt immer. Also ich habe da noch nie irgendwie mal gedacht, mei, das ist ein Scheiß. Ja, das war es eigentlich von heraußen. Wie gesagt, das Auto ist schön, definitiv, ist ein absoluter Pluspunkt. Die sicherheitskritischen Sachen sind bei dem Auto sehr gut, also Bremsen, Fahrwerk, top. Und verbrauchstechnisch etc. wahnsinnig gut. Minuspunkt ist definitiv das, dass ich ein Stangerl aufstellen muss für die Motorhaube, dass sie oben bleibt. Also das ist definitiv der einzige Minuspunkt, den ich von außen erteilen kann bei dem Fahrzeug. Ansonsten gibt es einfach nichts Negatives, wo ich sage, mei, das hätte Mercedes besser machen können. Dann werden wir in den Innenraum reinschauen. So, dann willkommen in meinen Innenraum. Wie man unschwer erkennen kann, habe ich das Volllederpaket genommen. Die Sportsitze, die da beleuchtet sind mit den Ambiente-Light, das man jetzt leider sehr schlecht sieht, aufgrund von der Tatsache, dass draußen gerade ein bisschen heller ist und die Sonne scheint. Das ist zwar kalt, aber die Sonne scheint. Das Thema von der Navigationseinheit. Viele sagen, ja, das ist so schlecht und nur mit dem Drehschalter zu bedienen. Persönlich finde ich das nicht. Persönlich finde ich das sehr intuitiv zu bedienen. Es ist relativ leicht. Du hast relativ große Einstellmöglichkeiten. Das fängt eben an bei dem Auffindbeleuchtungen, Ambientebeleuchtungen, die Helligkeit vom Ambiente-Light, Nachleuchtzeiten innen, außen, ja, also du hast wirklich relativ große Einstellmöglichkeiten. Dynamic Select hat das Auto auch, das heißt, ich kann zwischen den verschiedenen Fahrstufen wählen, Sport, Komfort, Eco oder Individual. Ich muss aber ehrlich dazu sagen, mir fehlt ein Punkt definitiv da. Also es sollte, da hätte Mercedes das auch viel besser machen können bei den Fahrmodis. Du hast entweder das Sport, wo er wirklich hochdreht und wirklich extrem, aber wirklich extrem die Gänge ausdreht und wirklich auf Leistung schaut. Oder du hast Komfort, wo er wirklich spritsparend und schonend fährt. Jetzt hast du aber zum Beispiel so wie jetzt, es ist es kalt draußen. Du musst ehrlich sagen, dadurch, dass du entweder im Komfort fährst, dann braucht er wirklich teilweise 20 Kilometer, bis das Öl wirklich auf Temperatur ist. Oder du fährst in Sport, dann ist es zwar in 10 Minuten warm, aber dann machst du den Motor in kürzester Zeit hin. Also du hast leider Gottes nicht so viele Möglichkeiten, wie man sie vielleicht da wünschen würde. Das Fahrzeug in dem Fall hat jetzt auch Keyless Go. Da ist es wirklich so mit den Start-Stop-Geschichten und so. Muss ehrlich sagen, das funktioniert perfekt. Also er erkennt den Schlüssel herinnen ideal. Das muss man echt sagen. Das ist sehr, sehr gut, wie sie das machen.
auch die ganzen Knöpfe, wie sie sich bedienen lassen, drücken lassen, das ist total schön, geschmeidig. Man muss das ehrlich sagen, Mercedes hat bei den Materialien da drinnen gespart. Also sie haben es, sagen wir so, sie haben es gekonnt eingesetzt, weil das da herum zum Beispiel schaut zwar beledert aus, hat sogar richtig schöne Ziernähte. Ich habe es damals leider in Schwarz, also ich habe leider keine starken Kontrastnähte genommen. Ich habe gedacht, das wird eher ein bisschen mehr Kontrast sein. Da sieht man es, sie sind nämlich so hellgrau. Leider Gottes ist es nicht so zu Geltung gekommen, wie ich es gern gehabt hätte. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die roten Kontrastnähte genommen. Im Endeffekt passt es aber. Ich bin zufrieden mit meiner Bestellung und das haut hin. Da herum haben wir halt so ein Soft-Touch-Zeug, das halt wirklich gekonnt eingesetzt wurde. Es schaut aus wie Leder, also hundertprozentig. Ich habe so viele Leute in dem Auto schon gehabt, bei jeder gesagt, hey, wow, das ist beledert. Und ja, man muss ehrlich sagen, das passt. Wir haben da die Mittelstufe von dem Soundsystem herinnen. Ich wollte eigentlich zuerst die Oberstufe haben. Und da hat mir aber ein paar Leute, also diese Fahrzeuginfluencer, die dieses Fahrzeug präsentieren, so im Internet, haben davon abgeraten. Ich habe das dann selber damals bei dem Vorführfahrzeug selbst ausprobiert. Das war nicht das Wahre. Also es war, da ist das mittlere Soundsystem sicher die beste Wahl gewesen. Und das ist wirklich sehr basshaltig, trotzdem sehr schöne Hochtöne und du hast nicht das Gefühl, jetzt und jetzt überschlagt sie haben. Die Mitteltöner sind sehr gut, die Hochtöner sind sehr gut, der Bass kommt sehr gut in den Innenraum einer. Also das ist wirklich toll. Viele sagen, es ist ein Nachteil, andere sagen wieder, es ist ein Vorteil, sind diese Lüftungsdüsen. Ich persönlich habe die bis jetzt zweimal angegriffen. Ich habe die auf Mittelstellung ein und habe die nie mehr angegriffen. Natürlich schaut das witzig aus, wenn das so da steht. Ne? Das muss man ehrlich sagen. Aber ja, wie gesagt, ich habe es einmal eingestellt und nie mehr angegriffen. Das macht meine Frau genau gleich. Also das bleibt so, wie es ist. Bei der Ambientebeleuchtung haben wir einmal da unten im Fußraum. Also Fußraum. Dann haben wir einmal bei der Griffschale, da ist ein Ambiente-Light, da ist ein Ambiente-Light. Dann in die Sitze vorne hinten. Hinten sieht man es jetzt sogar ein bisschen, sehr schön. Kostet 350 Euro, oder hat damals 350 Euro, was Aufpreis kostet. Und muss ehrlich sagen, das ist ein bisschen enttäuschend. Wenn wir dann uns auf das Command Online anfangen zum Konzentrieren, es reagiert sehr schnell. Es ist sehr flüssig. Navigation, ja, wie gesagt, das Fahrzeug ist 04/19 erst zugelassen. Wir haben heute den, jetzt habt ihr glaube ich gerade vorher gesehen, es hat um den 24.11.20. Ich habe das Gefühl, dass die Kartendaten mindestens 5 Jahre alt sind. Also, das finde ich auch ein bisschen enttäuschend, muss ich ehrlich sagen. Was hast du noch für Möglichkeiten? Also das ist das Command Online. Ich habe die Online-Dienste noch immer aktiviert. Also die laufen, glaube ich, 3 Jahre nach Kauf. Dann musst du das, glaube ich, jährlich dazu kaufen oder kannst du es auch auf 3 Jahre verlängern. Kostet aber gar nicht so wenig, soweit ich weiß, weil es kostet, glaube ich, wenn du alles nimmst fürs Navi und das Ganze, bist, glaube ich, ganz schnell einmal 180, 190 Euro los. Jedes Jahr, für das, dass mein Navi gut funktioniert, ist das nicht wenig Geld. Das Radio, also wir haben da jetzt eine DAB-Antenne, das funktioniert wirklich hervorragend. Also der Radio ist, ich habe nie ein Rauschen oder sonst irgendwas in dem Ganzen drinnen, das ist wirklich, wirklich toll. Was vielleicht noch ein Minuspunkt ist bei Mercedes, finde ich auch ganz schlecht, also das ist wirklich sehr unüberlegt. Wir haben eben da die elektrischen Sitze mit Memory-Funktion auf der Vorderseite, beifahrerseitig. Habe ich gedacht, sind sie dabei, war dann aber nicht der Fall. Also das hätte man extra nehmen müssen. Das hat der Verkäufer damals missverstanden. Habe ich jetzt aber nicht als großes Manko gesehen, weil im Beifahrersitz habe ich genau einmal eingestellt und das war's. Beim Beifahrersitz ist es so, dass mein Gattin relativ klein ist, ich relativ groß bin und dann ist es halt immer ein bisschen eine Chance, weil, ja, was soll man sagen, du hast halt das Problem, dass der Sitz immer fort so blöd eingestellt ist und viere zurück, auf wie, auf wie. Die Lehne verstellt. Also da sind wir wirklich sehr unterschiedlich, ich und mein Gattin, und da ist ein elektrischer Sitz auf der Vorderseite definitiv ein Must-Have. Zum Thema elektrische Sitze. Beim BMW war es so,
Das hat mir wirklich sehr gut gefallen, auch heute noch. Du hast deine Sitzposition eingestellt, hast deinen Schlüssel gehabt, wenn du mit deinem Schlüssel aufgesperrt hast, zugegangen bis zum Auto, du hast die Tür aufgemacht, der Sitz ist allein in deine Position gefahren. Das konntest du einstellen, ob er das automatisch machen soll oder ob er das eben nur macht, wenn's das druckst oder wie auch immer. Da, bei dem Fahrzeug, musst du immer drucken. Das heißt, wenn ich in der Früh einsteige, mache ich die Tür auf, wenn meine Frau vorher gefahren ist, und muss die eins so lange drucken, bis der Sitz in meiner Position ist. Das ist wirklich, es sind 5 bis 10 Sekunden, aber das stört. Das ist wirklich störend, da hätte Mercedes definitiv besser machen müssen und können. So, und was gibt's da noch zum Innenraum? Zum Innenraum gibt's eigentlich nicht viel zu sagen. Das Radio tut, was er soll. Es ist internetfähig. Du hast Möglichkeiten, übers Handy Musik zu hören. Also Bluetooth Audio. Du hast die Möglichkeit von Apple CarPlay. Wobei das Apple CarPlay ja auch in meinen Augen in dem Fahrzeug echt unbrauchbar ist. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn ich mein Handy anstecke, und ich muss es anstecken, damit das Apple CarPlay funktioniert. Also es geht nicht über Bluetooth oder WLAN oder wie auch immer. Wenn ich das mache, kann ich zum Beispiel auf das interne Navi nicht mehr zugreifen. Ich habe nur mehr die Möglichkeit, entweder von die Apple Maps oder von die Google Maps das Navi zu nutzen. Das gleiche ist mit Musikern. Ich kann dann nicht mehr meine eigenen Medien hören, weil ich bin mit dem Handy verbunden. Das heißt, ich brauche am Handy Apps, die eventuell eben gewisse Internetverbrauch, also den Internetverbrauch hochtreiben, oder dass ich mir Spotify oder wie auch immer dieser kaufe oder monatlich zahle, damit ich dann das im vollen Umfang genießen kann. Also du könntest rein theoretisch über YouTube das auch hören, nur auch nicht über Apple CarPlay. Also das ist wirklich ein bisschen eine Chance, muss man ehrlich sagen, ich habe mir das besser vorgestellt. Des Weiteren, wenn du das Apple CarPlay aktivierst, kannst du da weder auf die Navi-Daten, noch auf Audio, noch auf Telefon zugreifen. Also du hast dann einfach leider keine Möglichkeiten mehr. Also wenn wir da ausschalten, dass wir nachher wieder vom Fleck kommen. Zu guter Letzt gibt es eine Sache, die mir bei dem Auto sehr gut gefällt. Wir können die Motordaten abrufen. Das geht natürlich auch nur bei Zündung. Ich kann die Öltemperatur schauen. Ich habe die Wassertemperatur hier. Und im Endeffekt habe ich alles, was ich brauche. Das finde ich persönlich sehr toll. So, zuletzt werden wir jetzt noch einmal eine kleine Runde gemeinsam fahren. Und dann war es das eh von meiner Seite. Und ich hoffe, ich habe euch da jetzt einmal ein bisschen was weiterbringen können. Aber wir werden jetzt noch eine Runde fahren und dann schauen wir uns das an. So, jetzt fahren wir uns eine Runde, wie zuvor versprochen. Die Zeit möchte ich auch sehr gerne nutzen, um ein bisschen was über das Auto zu erzählen. Ich bin ein Österreicher aus der wunderschönen Steiermark. Und bei uns ist ja das Bonus-Malus-System versicherungstechnisch. Ich zahle für das Fahrzeug monatlich Versicherung 163 Euro mit einem Selbstbehalt von nur 350 Euro. Wenn wir da einen Vergleich haben zu meinem BMW, mein BMW hat die Serie 286 PS, der hat 177. Für den BMW habe ich 167 Euro ohne Kasko gezahlt. Also in Österreich zahlst du für viele PS auch wirklich sehr viel Geld. Obwohl 286 PS noch lange nicht das Ende der Nahrungskette ist. Das muss man ja auch mal ganz offen und ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz war der BMW relativ teuer in der Erhaltung und er war ohne Kasko. Also verglichen jetzt mit dem ist der wirklich billig. Wenn ich da die Kasko wegtun würde, würde ich unter 100 Euro monatlich zahlen. Bonus-Malus-Stufe 0, also Doppel-Null eigentlich sogar. Ja, was gibt es da noch zum sagen? Im Endeffekt, Anschaffungspreis für das Fahrzeug war bei mir jetzt 72.800 und ein paar Zerquetschte, also 73.000 fast. Im Endeffekt habe ich aber die normalen Rabatte gekriegt. Da war damals gerade so ein Angebot wegen der Formel 1 oder was, keine Ahnung. Da habe ich im Endeffekt schon einmal aufs Fahrzeug 7% gekriegt plus dann die 18% Mitarbeiterrabatt.
Also ich habe mir im Endeffekt 26% auf den Preis von dem Fahrzeug gekriegt, was ja wirklich nicht wenig Geld ist. Also das muss man ehrlich sagen, das ist nicht wenig Geld. Es ist ja tatsächlich so, wenn man sich das anschaut, was Autos heute kosten, da bist du da schon relativ teuer, muss man ehrlich sagen. Also du könntest im Prinzip um 70.000 Euro definitiv schon einen schönen 5er BMW kriegen oder eine schöne E-Klasse. Natürlich nicht mit dem Ausstattungsumfang, aber im Endeffekt, du hättest eine C- oder E-Klasse locker um das Geld kriegen können, also ich. Warum habe ich mich trotzdem für einen CLA entschieden? Wie gesagt, der ist meine Nummer 2 bei Mercedes. Für mich ginge nur die G-Klasse drüber und die kann ich mir als Otto Normalverbraucher einfach nicht leisten. Vielleicht kriege ich sogar die Anschaffung hin von einem gebrauchten 5 Jahre alt oder was. Aber man muss ehrlich sagen, das steht für mich nicht dafür. Du kaufst dir so ein Auto, dann zahlst monatlich da in Österreich sowieso Länge mal Breite. Selbst wenn ich sage, ich nehme in 350D, war das einfach monatlich kaum zu ertragen. Und für mich ist das einfach zu viel Geld, das ich wegschmeiße. Der CLA in dem Fall hat mir optisch einfach sehr gut gefallen. Der CLA ist technisch, ja, ich sage mal gut, also ein gut plus, hätte ich gesagt. Die Verarbeitung ist Mercedes-typisch sehr gut. Wie gesagt, es gibt natürlich das eine oder andere Manko, das ist keine Frage. Das ist zum Beispiel so eine Sache, wie wenn ich mit dem Auto im Sommer fahre und es ist wirklich so 30, 35 Grad warm und ich habe die Klima eingeschalten auf 22 Grad, dann läuft mir tatsächlich vorne in der Mitte die Scheibe an. Warum? Weil er volle Bulle auf die Scheiben aufkühlt und natürlich bildet sich dort ein gewisser Kondens. Das siehst du dann an der Scheibe, die Scheibe beschlagt sich ganz leicht. Ich meine, wir reden da jetzt von minimal in der Mitte, aber es ist etwas, wo ich sage, hey, darf das eigentlich nicht sein. Habe ich bei meinem BMW in 7 Jahren nicht einmal gehabt, dass das passiert ist, wenn du das auf Automatik gehabt hast. Wenn ich es mir runterstehe auf die Fiers oder ins Gesicht, die Kühlung im Sommer, dann ist da auch nichts, dann läuft da nichts an. Wenn ich es aber auf Auto los, also auf Automatik, das ja die Klimaautomatik ausmacht, finde ich, dann ist das ein bisschen ein Schass. Ja, dann haben wir noch vielleicht das Thema zum Ansprechen, was das Auto angeht in der Erhaltung, also Bremsen, Reifen. Der erste Service hat mir gekostet 680 Euro. Ich glaube 680 Euro war das damals. Der war bei Kilometer 25 oder 26.000 fällig. Ich muss jetzt liegen, ich muss jetzt noch schauen. Finde ich eigentlich okay. Ich habe jetzt noch ca. 6.000 Kilometer bis zum... 16.000 Kilometer bis zum nächsten Service ca. Und da ist dann die Automatik mit dran. Ich bin wirklich gespannt, was das dann kosten wird, weil jetzt kommt der Automatikgetriebeöltausch. Das ist eine Nasskupplung in dem Fahrzeug, also eine Doppelkupplung nass. Da geht schon ein bisschen Öl rein und ich bin wirklich gespannt, wo ich da kostentechnisch stehen werde. Zum Motor. Der Motor ist, ja, der 2,2 Liter ist relativ rau. Man muss aber auch sagen, wenn du dein Tempo hast und das haltest, hörst du den Motor fast gar nicht. Du hörst ihn wirklich nur beim Beschleunigen. Ist wurscht, ob man langsam beschleunigt oder schnell. Vielleicht hört es im Hintergrund. Das ist nicht unbedingt jetzt sehr laut. Das muss man ehrlich sagen. Vor allem ist der Motorraum sehr gut isoliert herein in die Fahrerkabine. Auch Windgeräusche, minimal. Das Einzige, was man hört, sind die Reifen. Und vor allem, wenn ich da eine Reifen habe, die zum Beispiel 70, 71 Dezibel von sich geben, dann ist das da erinnern echt laut, das muss man ehrlich sagen. Da mit diesen Reifen, die haben jetzt speziell 68, ich habe extra geschaut, dass ich mir leise Reifen besorge, aber du hörst das immer noch. Also im BMW hätte ich die Reifen wahrscheinlich gar nicht mehr wahrgenommen. Ja, zum Verbrauch. Ich habe jetzt einen durchschnittlichen Verbrauch auf die letzten 20.000 Kilometer von 6,0 Liter.
Da haben wir aber ungefähr 3000 Kilometer mindestens Hängerbetrieb. Und da war den, ich habe einen Hänger, da darf ich 1000 Kilo zuladen. Ich habe also insgesamt circa, also Daumen mal Pi, habe ich circa, das Schlimmste, was ich gefahren habe, waren sogar 1200 Kilo am Hänger. Also das war schwerstens überladen. Darf man eigentlich nicht, ne? Rückt es mich, wenn es wollt, aber im Endeffekt habe ich das gemacht, weil es nur ein paar Kilometer waren und ich habe den Beton dringend gebraucht. Aber er hat auch das locker mitgemacht. Nichtsdestotrotz muss man ehrlich sagen, das merkst du natürlich im Verbrauch, weil im Hängerbetrieb kriegst du das Auto nur schwer unter 7 Liter, was aber in meinen Augen eh total okay ist, weil mein Hänger hat ein Eigengewicht von ca. 450, 500 Kilo, 1000 Kilo darfst du zuladen, also er hat schon ein bisschen Gewicht. Zuletzt kann man noch sagen, dass vielleicht ein bisschen besser hätten machen können, den Regensensor. Der Regensensor ist, ja, er funktioniert einwandfrei, ohne Frage, aber du hast zwei Stufen zum Verstellen und du hast teilweise das Gefühl, die zweite Stufe, da wischt er wie ein Gestörter, und in der ersten Stufe denkst du, hey, jetzt wisch einmal, weil ich sehe schon fast nichts mehr. Ne? Da hätten sie das vielleicht auch ein bisschen besser machen können, aber im Großen und Ganzen das Gesamtpaket CLA ist durchaus gelungen. Ich bin ein Mensch, ich liebe Autos. Für mich sind Autos das Leben. Deshalb arbeite ich auch für einen großen Autohersteller. Und für mich ist das, also ich lebe meinen Traum in der Hinsicht. Also Autos sind für mich eine Leidenschaft. Und wenn ich mir so anschaue, was andere Hersteller für Autos produzieren, bauen, machen und was Mercedes baut, dann finde ich persönlich, ist Mercedes momentan der Hersteller, der am meisten Ahnung hat von Autos. Es tut mir leid, ich kann anders dazu nicht sagen. Sie bauen die schönsten Autos, sie bauen die besten Autos, qualitativ, wenn du das vergleichst mit anderen in dieselben Klassen, das muss man ja auch dazu sagen. Die Motoren sind effizient und nicht schlecht, das muss man ehrlich sagen. Und was halt wirklich auch ein Thema ist, was mich auch ein bisschen beschäftigt, ist die Tatsache, Mercedes könnte die Automatikgetriebe allgemein besser gestalten. Wenn ich mir anschaue, also die Mercedes-Fahrer unter euch, die werden sagen, ah, Mercedes-Automatik ist das Beste. Ich kann euch leider nur eine Sache nahelegen, ist sie nicht. Ich bin die Wandlerautomatik gefahren mit 9 Gängen, die Wandlerautomatik mit 7 Gängen von Mercedes. Ich bin das die DSG-Getriebe mit 7 und 8 Gänge bereits gefahren, und ich kann es nur sagen, die beste Automatik ist von ZF, also die sehr viele Hersteller verbauen, die 8-Gang-Automatik von ZF, die macht ihren Dienst am allerbesten, ich kann es nicht anders sagen. Die Automatik schaltet schnell, gut, ist sehr solide, und man muss ehrlich sagen, dass die Automatik die beste ist. Sie schaltet so effizient, dass da kann Mercedes nicht mit. Bei der Mercedes-Wandlerautomatik hat man das Gefühl, jetzt und jetzt ist es soweit, weil das Auto will einfach losfahren und die kann es nicht mehr einbremsen. So stark schiebt der Wandler teilweise. Bei der ZF-8-Gang-Automatik ist das einfach viel besser. Die ist so feinfühlig, so. Wow, das ist einfach nur schön. Für mich ist das die beste Automatik. Wobei ich dazu sagen muss, und das möchte ich echt wiederholen, die Automatik von Mercedes ist sicher auch ein Platz 2 für mich, hundertprozentig. Sie macht ihren Dienst nicht schlecht, definitiv nicht. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, die Automatik von Mercedes ist scheiße. Nein, bitte nicht falsch verstehen. Ich sage aber auch, dass die Automatik von BMW besser ist. Und das muss man einfach sich ehrlich eingestehen. Sie ist einfach am besten ausgewogen zwischen Sport und Komfort. Das kriegt einfach am besten hin. Vor allem, und das muss man auch sagen, Mercedes hat einfach eine Zwischenstufe. Das ist, der BMW hat einfach eine Zwischenstufe. Da gibt es Sport und Sport Plus. Mercedes hat es jetzt bei den Eichen auch gemacht. Leider habe ich das noch nicht so nutzen können.
Mich hätte nämlich sehr stark interessiert, ob diese Automatik im Sportmodus sportlicher ist, aber gleichzeitig auch komfortabel. Weil es bringt mir nichts, wenn er die Gänge austrat bis 3000 Touren oder bis 4000 Touren. Das ist ja irrsinnig, ne? Ich hätte gern ein sportliches Ansprechverhalten. Da ist es zum Beispiel so in dem Fahrzeug. Das ist sicher auch ein Punkt, warum er so lange braucht zum warm werden. Du fährst im Komfort. Du fährst 60 und er schaltet in die sechste, wo er mit 1000 Touren fährt. Da wäre ein Sportmodus, wo er zum Beispiel den Drehzahlmesser nicht bei 2500 haltet, sondern bei, weiß ich nicht, sagen wir mal so zwischen 15 und 1900 Touren, 2000 Touren, sodass ich im Kalten das Auto warm fahren kann und gleichzeitig aber auch ein gutes Ansprechverhalten habe von den Turbolader etc. Ohne, dass ich gleich einen Verbrauch hochtreibe wie Sau, ne? Also da hätte Mercedes auch definitiv mehr machen können bei dieser Baureihe. Bei den Neichen könnte es sein, dass sie es verbessert haben. Wie gesagt, Automatik ist trotzdem, BMW hat den Punkt am besten erwischt. Die machen das auch schon sehr lang mit Sport, Sport Plus, Eco, Comfort. Die haben einfach viele Fahrmodis. Und da ist für jeden was dabei. Bei Mercedes, mir fehlt da definitiv ein sportlicheres Ansprechverhalten bei gleichzeitig geringer Verbrauch. Das wäre machbar, nur Mercedes hat das halt einfach so gemacht. Es ist jetzt nicht schlecht, wie gesagt, du hast halt nur ab und zu das Gefühl, wenn du im Komfort fährst und du beschleunigst, dass er doch relativ lang braucht, bis er bis er in die Spuren kommt. Also es dauert wirklich ein bisschen. Er hat halt so eine Gedenksekunde, weil er eben zurück überschalten muss, ne? Logischerweise. Ja, nichtsdestotrotz, das Fahrzeug ist für mich ein guter Kauf gewesen und ich würde es auch wieder kaufen. Ich bereue es gar nicht, weil es passt einfach. Ich bin zufrieden, optisch ist er schön. Ich kann euch wirklich sagen, egal wo ich mit diesem Fahrzeug war, er hat ja so einen leichten Umbau auf CLA 45. Das sind vorne so die Leisten, die hochglänzenden und hinten der kleine Spoiler und solche Sachen. Ihr wisst ja gar nicht, wie oft ich irgendwo war, einkaufen, Bauhaus, ganz egal, wo ich reingehe und dann komme ich zurück raus und das sind vor dem Auto Leute und fotografieren sie. Das passiert mir wirklich zweimal im Monat. Zweimal im Monat passiert mir das sicher. Also du merkst schon, dass die Leute das Auto sehr schön finden. Du fährst irgendwo hin, die Leute drehen sich um. Man merkt es wirklich und das merke ich auch jetzt noch mehr als ein Jahr noch. Also knapp zwei Jahre eigentlich. Also es ist nach wie vor ein schönes Auto, das die Leute einfach imponiert und gefällt. Nichtsdestotrotz hat es halt auch ihre Schwächen, ne? Ich muss ehrlich sagen, Mercedes... Also es ist mein erster Mercedes, sicher nicht mein letzter, weil vom Fahren her, ich kann es nur sagen, ist das Auto wirklich toll. Du hast einfach eben ein super Feedback von der Lenkung. Es ist das Auto wankt nicht stark, also der ist jetzt ein frontlastiger Allroadler, das ist ein 4MATIC. Trotzdem merkst du das nicht, dass er eigentlich frontlastig ausgelegt ist. Weil er einfach das toll regelt. Das muss man echt sagen. Das ist wirklich beeindruckend. Und wenn man so ein Auto einmal Probe gefahren ist, dann weiß man, was ich meine. Also der liegt in die Kurven. Das ist echt ein Traum. Das ist wirklich traumhaft. Gleichzeitig ist es aber so, dass er jetzt nicht komplett herumpeppelt, wenn du über Löcher fährst oder was. Nein. Wie gesagt, mit Welligkeit kommt er super klar. Also Unebenheiten. Wenn aber so ein richtiges Schlagloch ist, da merkst du natürlich, puff, das macht dann Gletscher da herinnen. Ne? Das war beim BMW genau umgekehrt. Beim 5er BMW bitte. Das ist eine andere Klasse, muss man auch dazu sagen. So, ja. Und unterm Strich sind wir jetzt eigentlich fertig. Das Einzige, was ich euch noch sagen möchte, ist jetzt die Rückfahrkamera, weil die ist wirklich sehenswert. Die Rückfahrkamera ist wirklich toll in dem Fahrzeug. Ich muss das echt einmal ansprechen, weil... Ich bin vor kurzem bin ich ein Jaguar XE gefahren. Da war der leider Gottes beim Lackieren, weil mir jemand angefahren ist und weggefahren ist. Als ich zurückgekommen bin, war natürlich die Stoßstange kaputt und ja, kein Zettel oder was auf der Windschutzscheibe. Jetzt habe ich das natürlich selber zahlen müssen.
was mich eh bis heute noch ärgert, aber gut, ist halt so, muss ich leben damit. Ja, ich muss ehrlich sagen, die Rückfahrkamera ist der Wahnsinn. Und da bin ich das letzte Mal gefahren mit dem XE. Die Rückfahrkamera war jetzt nicht schlecht, muss man sagen. Bildtechnisch toll. Okay, du hast wirklich Glaskennzeichen lesen können und dergleichen. Das ist nämlich nicht bei allen Rückfahrkameras so. Ich habe schon Rückfahrkameras gesehen, da hast du die einzelnen Pixel gesehen. Das war bei der Kamera jetzt natürlich nicht so. Das Fahrzeug war von 2016. Nichtsdestotrotz hat es an dem Tag, also ich habe insgesamt 4 Tage gehabt. Am zweiten Tag hat es, ja, am Vormittag relativ stark geregnet, am Nachmittag war es sonnig, aber nass, also die Straße war noch nass. Und ich muss ehrlich sagen, du hast aus der Rückfahrkamera nichts mehr rausgesehen. Also du hast wirklich gar nichts mehr erkennen können. Die war einfach dreckig hinten und das war scheiße. Mercedes hat das so gut gelöst mit der einfahrbaren Rückfahrkamera, auch in so einer Klasse, dass ich sage, hey, das ist Wahnsinn, das ist eigentlich Oberliga. Und Mercedes hat das da wirklich eingebaut. Das ist halt so ein Punkt, wo ich sage, hey, das gefällt mir, Mercedes macht es weiter so, baut sich den ganzen Scheiße in die Autos. Sports an gewissen Ecken, ja, unbedingt, ihr müsst ja auch von was leben, aber baut eine Qualität auch und das ist schon sehr wichtig. Ja, wie gesagt, die Rückfahrkamera zeige ich euch noch. Wir werden jetzt aber gleich verabschieden. Ich wünsche damit eine schöne Arbeitswoche noch. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was über das Auto erklären und euch näher bringen. Wenn ihr Fragen habt, einfach unten in die Kommentare. Jederzeit, überhaupt kein Thema. Dann sind wir fertig. Ich wünsche euch was. Peace, bye bye. Also, Thema Rückfahrkamera. Man siehe sich dieses Bild bitte an. Also, das ist ein Wahnsinn, wie schön dass das Bild ist. In jeder Hinsicht. Also, du kannst wirklich alles erkennen. Das ist brutal, an jedem Stamm, alles. Es ist gestochen scharf. Das ist natürlich sicher auch dem Bildschirm zu verdanken. Aber es ist echt der Wahnsinn, wie gut das ist. So, das war's von mir. Bye, bye.